So, guten Abend. Hier ist Genial daneben. Und vielleicht haben Sie oder Sie oder vielleicht Sie uns ja eine Frage eingeschickt oder mehrere und kommen heute ran. Ich würde mich sehr freuen für Sie. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn Sie heute wirklich mal Geld kriegen würden. Das wäre sehr schön. Endlich mal. Ja, endlich mal. Und die Chance ist gut, meine Damen und Herren. Chancen stehen gut, denn gucken Sie sich das mal an, was hier sitzt. Und, ein sehr sympathischer Moderator. Danke, Herr Walder. Die Chance ist gut, wollte ich damit sagen, dass wir heute mal Geld sparen. Ja? So besser? Oh, ja, sehr viel besser, Herr Walder. Ja. Auch Herr Stöckel ist wieder da. Ja. Ich bin auch schon aufgeregt, aber so viel Aufregung, wer braucht da noch Einläufe? So. So, Tagchen, bin dabei. Haben wir schon angefangen? Nein, du Kasper. Jetzt geht's los. Ja, wir fangen an. Ja. Von vorne. Also. Ja, Herr Walder, ja, fangen Sie doch bitte einfach mal an jetzt. Das ist wie zu Hause. Sagt er auch mal zu seiner Frau, ich fange jetzt an. Es geht gleich los. Sie sagt dann auch immer zu ihm. Es geht gleich los. Ich spüre schon was. Ist ja auch nicht. Okay. Herr Walder, lass mich fragen heute einfach weg. Wir machen das so. Wir beginnen mit Oliver Nagler. Oh, er wohnt in Nürnberg. Oliver Nagler möchte Folgendes wissen. Warum haben früher viele Menschen Geld für ein Stück Papier bezahlt, um es anschließend aufzuessen? Esspapier? Ja. Herr Hohecker, also wir früher, waren noch dabei. Kleine Hilfe, früher heißt zwischen dem 14. und 19. Jahr. Und dann betrifft es weiter. Wir sind auch nicht in Asien, wir sind in Europa. Wir sind nicht in Asien. Der heißt doch, wir sind in Europa. Ja. Vielleicht war es eine geheime Botschaft. Und das Boot musste vernichtet werden. Also viel Geld, um den Boten zu bezahlen, der diese geheime Nachricht an den König oder was überbringt. Und dann musste das aufgegessen werden. Das ist eine tolle Antwort. Ich finde die super. Die ist nicht richtig. Also deswegen haben viele Menschen auch viel Geld dafür bezahlt. Ja, klar, wieso? Also die haben Geld bezahlt, um selber das dann nachzuessen. Ja. Also vielleicht war es ja wirklich ein Papier, was ein Dokument war, wie zum Beispiel ein Papier über Grundstück, über irgendetwas. Und dieses Essen hatte aber nicht den Nahrungswert, sondern war ritualisiert im Sinne von, was weiß ich, und ich kack noch drauf oder so. Fängt ja gut an. Nee, ist klar. Ich kack noch mit, wer es ist. Also ich bleib trotzdem mal bei der Variante, dass vielleicht in diesem Papier irgendwas drin war, was sie mit ihren normalen Nahrungsmitteln nicht zu sich nehmen konnten. Zum Beispiel? Holz. Was? Holz. Da könnte irgendwelche Fasern oder so drin sein, die einfach sehr vitaminreich oder Spurenelemente, auch immer gern genommen. Und das könnte... Die wussten wahrscheinlich ich erzähle 14... ja eine Scheiße, aber das ist nun mal so. Ich glaube, dass das... die Macht der Liebe. Was spricht denn immer dazu? Von den zwei Worten waren mir drei völlig unbekannt. Ja, ich glaube an, dass das was wie Aberglaube gewesen ist. Dass da irgendwie sowas draufsteht, wenn du das isst, sind dir die Sünden erlassen oder du schwimmst beim Hexenprozess oben auf dem Wasser oder irgendwie sowas. Und dann... da lachen sie, das hat man gemacht, Herr Walder. Und das haben die dann dafür bezahlt, um dann da so ablassmäßig... Ich glaube, da gab es die ersten Bonbons. So, und die haben damals bei den ersten Bonbons, die waren sehr teuer, weil es waren die ersten, die wurden sehr aufwendig hergestellt. Die waren unglaublich, nur die ganz Reichen konnten sich die leisten. Ja, und also heute bin ich der Großvater. Die allerersten Bonbons gab es und dann haben die, weil die es noch nicht wussten, wie es geht, haben die es direkt zusammengegessen, das Bonbon mit Papier, mit dem Einwegpapier. Und die wussten es einfach nicht besser. Da war kein Bonbon drin. Aber ich bin auch so in dieser Situation Aberglauben und Schulden oder Sünden. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da, haben wir doch in dem Luther-Film gesehen, jetzt unabhängig von seinen Thesen, da haben die doch, das gab ja auch keine Zeitung in dem Sinne, Sachen wurden doch an die Stadttore oder irgendwo in den Städten angenagelt. Und vielleicht waren Leute auch angeklagt. Er hat also, aber glaube nicht. Er hat Glaube. Ich glaube. Glaube? War das ein Hinweis auf Glaube? Religiosität? Ich glaube schon. War da vielleicht irgendwas anderes drin? Kein Bonbon, aber irgendwas... Vielleicht so Wein oder Spirituosen, also irgendwie das Papier getränkt, damit es auch einen gewissen Wert hat. Oder es ist ein Whisky ausgekippt über einen Stapel Bibeln oder ähnliches. Dann wurden die Blätter rausgerissen und dann so ausgesaugt. Was? Nein. Also war es denn wirklich jetzt Glaube und Luther und weiß der Teufel was? Oder die haben die Heilige Schrift, haben sich da ein Blättchen aus der Bibel... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Haben sich ein Blättchen aus der Bibel rausgerissen und dann haben den Heiligen Geist damit in sich aufgenommen. Vielleicht gab es sowas wie, das war ein Stück von einem Heiligen oder der Papst hat das berührt. Also der hat irgendwie so ein Buch durchgeblättert und konnte dann jede Seite für 500 Ocken verkaufen oder sowas. Also dass man... das ist ja Quatsch.
Vielleicht ist ja ich fand die Idee gar nicht schlecht, dass irgendwie irgendwas Hochprozentiges über was drüber gelaufen ist. Und dann vielleicht über so ein Gotteslob und die Leute sich dann wirklich da reingepfiffen haben. Nee. Maria Kron, was Heiliges, irgendwie so. Aber das bin ich in der Bibel war gut. Ach, in der Bibel war gut. Da hat er gezuckt und wenn er zuckt, dann heißt das entweder richtig scheiße oder fast richtig. Nee, ich zucke auch so ab und zu. Ach so. Dein Alter fängt. Ja, das stimmt. Liegt am Alter. Aber ist es denn, bin ich überhaupt nicht in der richtigen Richtung mit Toren und Annageln von Papieren, wo etwas draufsteht und wenn man es eben aufisst, dann ist man etwas ganz quitt. Also man hat keine Schulden mehr oder man hat keine Sünden mehr. Völlig falsch. Völlig falsch, danke. Aber da war was drin in dem Papier, das haben wir doch schon rausbekommen. Es war erst eingewickelt in diesem Papier. Wer sagt das? Das sag ich jetzt. Ach so. Und ja, das doch. Ist da etwas eingewickelt? Nein. Ja. Also das reine Papier, vielleicht war das Papier mit etwas getränkt. Vielleicht ein ätherisches Öl oder Anis, Schnaps oder sowas. Und das hat man, das war so ein ganz seltenes Ölparfum, Medizin. In den Mund gelegt. Ah, gegen Zahnfäule oder so etwas in der Art. Ja, oder bei Verdauungsstörungen. Also das war wirklich ein medizinischer Akt. Es war Papier, das wurde vom Medikus getränkt mit etwas. Ballaststoff, den Darm reinigen. Ballaststoff finde ich übrigens auch. Ballaststoff, Holz, Darm reinigen. Das hat die Verdauung angeregt, weil es ein getränktes Papier war. Und Sie wollen nur noch wissen, womit es getränkt war, Herr Bauer. Nein. Natürlich. Also, Moment, es war einfach was um sich zu. Aha! Die haben sich ja damals auch gerne mal so ein bisschen. Die haben auch viel gegessen und haben dann gerne auch wieder. Das waren die Römer, ne, die sich alles wieder ausfanden. Das war aber auch in der Feder. Dann könnte es noch sein, dass es so. Es gibt ja auch Papier aus Algen gefertigt, Herr Walder. Aus Algen? Ja, aus Algen. Die damals. Ja, natürlich. Ja, das war berühmt. Ja, das kann doch was Ähnliches sein, was man fressen kann. Natürlich. Ja, und wie ging es dann weiter? Naja, also wenn man jetzt sozusagen Algenpapier hätte, das könnte man essen und man kann drauf schreiben sozusagen. Irgendwann wurde das so knapp, die Lebensmittel, dass sie das Papier gefressen haben in sich. Vergessen Sie es ja beide. Ja, tue ich jetzt. Denk nochmal nach. Wie ist das? Was war das? 1400? Zwischen 14. und 19. Jahrhundert. Das sind 500 Jahre gewesen. 1300 bis 1800. Aber Sie sagten ja schon, mit Glaube hat es was zu tun. Was ist denn mit Hostien, Kinders? Vielleicht ist das ein ritueller Staatsakt gewesen zur Einbürgerung in Frankreich, Absolutismus oder irgendwas in der Art. Und zwar haben die, das Problem war damals, das war nicht nur ein Stück Papier, das war ein 25-seitiger Verfassungsband. Das hat ein halbes Jahr gedauert, die Verdauungsprobleme waren unermesslich, aber er war dann Teil des Staates. Wenn wir die Nationalität rauskriegen würden, oder reden wir von wirklich... Nein, würde euch auch nicht weiterhelfen. Mhm. Ihr seid völlig ahnungslos. Ja. Richtig. Ich das ist richtig, Herr Balder. Richtig, machen Sie weiter. Sie sind am guten Weg. Ja. Also ich sag's euch mal. Ich sag's euch mal. Es hat mit allem was zu tun, was ihr gesagt habt. Nur das Richtige war nicht dabei. Es hat was mit Glauben zu tun. Es hat was zu tun mit Kirche. Auch mit Medizin. Gesundheit? Im weitesten Sinne vielleicht auch. Also es geht um Folgendes. Bei diesem Papier handelt es sich um sogenannte Schluckbildchen. So hießen die Dinger. Das waren kleine Andachtsbilder aus Papier, die es in Wallfahrtsorten gab, wie Altötting, aber auch in Köln. Und diese Schluckbildchen waren bis Ende des 19. Jahrhunderts Bestandteil vieler Hausapotheken. Man musste nur dran glauben und ein Papier runterschlucken und schon verschwand irgendein Zipperlein. Das war's. Also ich habe auch, das erinnert mich, wenn ich ein paar Bier runterschlucke, denke ich manchmal auch, mir geht's besser. Das ist, die haben damals Papier runtergeschluckt, das ist okay. Ja, so war das damals. Oliver Nagel aus Nürnberg, 500 Euro. Gratuliere. Ja, die nächste Frage wird einigen von euch sehr recht sein. Und da komme ich euch etwas entgegen. Barbara Haldermanns wohnt in Ratingen und möchte wissen, was ist die sogenannte Mallorca-Deckung? Die passiert auf Mallorca alle 10 Sekunden. Das ist unglaublich. Häufiger, in jedem Hotel. Das ist ein Bankkredit für Rentner, die sich auf Mallorca den Altenstift gönnen wollen. Das ist die Mallorca-Deckung, da zu Hause das Konto gedeckt ist, damit die in Mallorca Ajuja machen. Ach so. Korrekt, gut. Ich habe eine andere Theorie. Gibt es einen guten Fußballclub, Real Mallorca, und der Trainer, der damals da tätig war, hat einen ganz besonderen Abwehrriegel entwickelt. Der hat da nicht mit Viererkette gespielt, sondern mit 5 Leuten, damit die Abwehr noch undurchdringlicher ist. Also der Catenaccio aus Italien wurde da noch verfeinert. Und da sagt man immer, los, wie die Spiele, hey, die Wahnsinn, nicht nach vorne, die haben die Mallorca-Deckung. Die sind alle Abwehr. Und gibt es auch den Mallorca-Angriff praktisch. Ne? Es gibt den Mallorca-Angriff, der aber dann von einem Trainer, der 2 Jahre später kam, dann auch eingeführt wurde. Nee, ist die sogenannte Geflügelzange, die dann auch... Ja, aber ich sieht dann denn ein Angriff, ein Mallorca-Angriff aus? Die sind alle Sternangriffe. Hallo, ich komme gleich, ich nehme den Ball ab.
mit dem Kölsch übers Feld. Nee. Mallorca-Deckung. Ich glaube, es kommt aus der Tourismusbranche. Und zwar ist es bei den Mallorca-Urlauben zum ersten Mal passiert. Und zwar muss eine Fluggesellschaft Deckungsrücklagen bilden, um im Falle eines Pleitegangs den Rückflug der Passagiere bezahlen zu können oder die Unterbringung in Hotels. Falsch. Auf ihre Geste reingefallen ist. So geht uns das jedes Wochenende, wenn er den macht und wir dann wieder die Motivation von vorne aufbauen. Hat das was direkt mit Deckung gehen zu tun? Also in Deckung gehen? Hat es etwas mit in Deckung gehen zu tun? Zum Beispiel gibt es da sehr viele Speedboote, die da sehr lang heizen und die Leute, die am Strand da flanieren und sich sonnenbaden, müssen irgendwann in Deckung rennen, hinter die Felsen sich verstecken, damit die Welle sie nicht mitnimmt und zurück ins Wasser reißt. Ja. Die Mallorca-Deckung. Ich merke, dass du noch nie am Ballermann 6 warst, weil da gibt es ja so ein kleines Mäuerchen für die, die schon mal da gewesen sind. Die Dame da oben, die in der Nacy gerade beim Bernhard sie war. Ich auch. Und wenn du so richtig schön einige Sangria hast, ne? Dann kommt und dann knicken so langsam die Beine weg, weil da ist ja nur irgendwie gepanschtes Zeug drin. Und du fällst so hinter dieses Mäuerchen, weil du dich an immer abstößen kannst. Dann sagen, guck mal, oh, der hat die Mallorca-Deckung. So heißt er. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass Mallorca vor ein paar Jahren ein Gesetz rausgebracht hat, dass sie eben ihre Strände oder ihre Naturschutzgebiete nicht mehr so zuballern mit Finken von Schiffer, Bäcker und Konsorten. Also die Deckung, wie man ein Gebiet bebaut. Und seitdem spricht man von einer Mallorca-Deckung, wenn auch andere Inseln ihr Natur bewahren wollen. Ah, falsch. Ich habe eine Idee. Vielleicht ein neuer Begriff aus dem Kamasutra. Ja, ja. Wie sieht ihr denn aus, die Mallorca? Ich mache es nicht. Ja. Einfach. Hol dir mal vor. Wir müssen immer was vormachen. Das also machen wir nicht. Ich kann es mir so vorstellen. Es werden auf jeden Fall so ziemlich lange Strohhalme mit dabei sein. Ja, wenn auch, das ist das. Nee, das ist weniger. Aber Schatz, lass uns heute mit dem Handtuch mal unser Bett belegen. Das ist reserviert. Ich glaube, das hat was mit der Deckung von eines Daches zu tun. Und weil der Mallorquiner, die Mallorquiner haben ja Einflüsse auch der Mauren, die ja da auch Mallorca immer besetzt hatten. Nur mal so, damit, ja. Ich auch mal, damit ich auch mal was weiß, nicht nur der Bernhard. Und die Mallorca-Deckung, man kennt ja auch diese speziellen, wie heißen die, Hütchen, die so an Stränden sind, diese Sonnenschirme, die so aus Palmwedeln gemacht werden. Und das ist eine sogenannte Mallorca-Deckung, wie die also angeordnet sind, diese Sonnenschirme. Am Start. Ich glaube, es... Nein, es hat doch mit einer Versicherung zu tun, oder? Mit Mallorca-Deckung, mit einer Versicherungssumme, die gedeckt wird. Das ist richtig. Haha! Ehrlich? Das hat was mit Versicherung zu tun. Das haben wir eben nein gesagt. Okay, es ist Versicherung. Versicherung. Das wird gedeckt. Was kann auf Mallorca passieren? Du kommst nicht mit dem Flieger zurück, du bist... Was hat zu tun, dass die alle diese streunenden Hunde mit nach Hause bringen? Was ist los? Nee, ich bin schon wieder bei betrunken sein. Wenn man im betrunkenen Kopf was kaputt macht, das ist die Mallorca-Deckung. Wenn man was im betrunkenen Kopf, wenn ich das umschmeiße... Ich glaube ja, dass die Leute, die abgeführt werden, in den Knast kommen, da in die Ausnichtungszelle müssen und das normalerweise keine Versicherung übernimmt. Und wenn du da extra Kosten hast, hier Schnellrichter, ich meine, das weißt du, wovon ich rede, dann gibt es eine sogenannte spezielle Versicherung, die die Mallorca-Deckung anbietet. Bernhard? Und zwar... Sie dürfen gleich klatschen, auch wenn er so macht. Und ich glaube, also Versicherung, das heißt, es soll etwas absichern, was dort einem Touristen passieren kann im Falle der Pleite eines Unternehmens oder, also es soll den Rückflug, die Rückreise, es ist eine Art Rückreiseversicherung für Touristen. Nein. Hat es was mit Krankheit zu tun, dass man sich versichert, wenn einem bestimmte Mallorca-Sonnenallergie hat? Hat das was mit Krankheit zu tun? Ja, und zwar geht es nämlich darum, Herr Walter, das wissen Sie nicht, weil Sie das, ja, das können Sie nicht lesen, die Schrift ist zu klein auf dem Zettel. Und zwar geht es darum, dass man auch im Auslandsfalle krankenversichert ist und das fällt natürlich in Mallorca besonders häufig. Also glaubst du, dass der krankenversichert ist? Ich meine, Viren haben auch ihren Stolz, also von daher... Es können sich doch auch Luftfahrtgesellschaften versichern. Und das muss doch auch was damit zu tun haben, weil da immer so viele Starts und Landungen sind, dass eben eine LTU, keine Ahnung, Condor gibt ja 100.000 German Wings, und dass die eben nicht verklagt werden können von irgendwelchen Touris, wenn der Flieger dann nicht pünktlich geht, dass die sich irgendwie bei der Versicherung, bei Lloyds... Überbucht. Eine Chance gebe ich. Ist es vielleicht, darf ich, auch ja, wenn es wahrscheinlich falsch ist?
Ja, weil wenn man nur eine richtig ist, wird er gut, sagen, dann bin ich einfach mal heimlich für eine Einbruchsversicherung, dass deine Finca auf Mallorca auch gegen Einbruch oder gegen Naturgewalten auch versichert ist. Eine Chance gebe ich euch noch. Noch eine Chance. Ey. Also Überbuchung, also, was gibt's denn auf Mallorca? Was ist denn besonders? Was kann denn da passieren? Das muss ja. Ich glaube, wenn Hotels überbucht sind, dann schlechte muss man, Musik. Jürgen Drees tritt da oft. Das ist richtig, wenn du einen Gehörsturz bekommst. Autos. König von Mallorca. Autos. Autos. Autoversicherung. Könnte in die richtige Richtung gehen? Ja. Was glauben Sie? Ja, Autoversicherung, richtige Richtung. Die Mallorca-Deckung ist eine Versicherung. Wenn du Granaten voll am Steuer sitzt. Die Mietwagen. Ah, und zwar muss ein. Muss man. Ich zögere es heraus, denke ich. Bitte spielen Sie das vorwärts ab. Genau, wenn das Auto kaputt geht, muss die Versicherung abgedeckt sein, ein weiteres Auto zur Verfügung zu stellen. Jetzt sage ich es euch, weil das richtige Wort ist nicht gefallen. Also. Unter der sogenannten Mallorca-Deckung versteht der Versicherungskaufmann eine Auslandszusatzversicherung zur normalen Kfz-Haftpflicht. Urlaubern, die im Ausland ein Auto mieten, ist die Mallorca-Deckung deshalb zu empfehlen, weil die standardmäßige Deckungssumme nicht so hoch ist, dass sie bei schweren Schäden auch nur annähernd ausreicht. Handelt sich also um eine Zusatzversicherung. Die Mallorca-Deckung kommt in so einem Fall für den Differenzbetrag auf. So eine Zusatzversicherung kann man in allen Ländern abschließen. Mallorca-Deckung heißt das Ding nur, weil Mallorca nach wie vor das Urlaubsziel für Millionen von Deutschen ist. Hat also mit der Insel im Prinzip ja nichts zu tun. Ist eine Zusatzversicherung für Autos, Mietwagen zum Beispiel, wie auch immer, im gesamten Ausland. Herr Schmitz klatscht schon. Ich wollte mal klatschen, weil ich finde, wir haben es erraten. Aber das ist ich meine, ich hätte auch noch Autovermietung gerufen, aber ich freue mich für den Zusatzversicherung Kollegen. Wollte ich hören, das nein, kam natürlich. Nicht. Deswegen Barbara, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Wir kommen zu Dennis Humburg. Er wohnt in Stauffenberg, das liegt in Hessen. Und Dennis möchte gerne wissen, was ist die Ruheschwebe? Die Ruheschwebe? Ja, na, die Ruheschwebe. Das hat was mit Magie zu tun, oder? Die Ruheschwebe? Also Magie. Es gibt ja Denkwahrnehmungs- und Sinnestäuschung. Und die Ruheschwebe ist ein Begriff, das stammt aus der Zauberei, hat etwas mit Magnetismus zu tun. Zum Beispiel, wenn man leichte Eisenpartikel in ein Taschentuch einknüllt, sag ich jetzt mal so, und einen Gegenpol auf der unteren Seite des Küssels jetzt befestigt hätte, könnte ich es hier loslassen und es würde über den Tisch in der Ruheschwebe levitieren. Ja, genau so sehe ich das auch. Das ist keine Ruheschwebe, das ist ein Trick. Ja, Mensch, Junge, also, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht ist es im Weltraum. Haha, im Weltraum, da ist ja alles, da gibt es ja keine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, wenn man es nicht anstößt. Es gibt ja keine Bremssituation, weil es keinen Widerstand gibt. Ruheschwebe ist wie im Weltraum, vielleicht im freien Fall oder wie auch immer, dass man in der Schwebe verharrt, ohne dass sich es auch nur einen Millimeter in irgendeine Richtung bewegt. Nicht Weltraum. Hier, Guido hat es fast gesagt. Boot. Unter Wasser. Und zwar. Ich glaube, Wasser. Ich glaube, unter Wasser. Das ist das. Wenn ich glaube, unter Wasser. Genau. Nicht wenn das gut. Also erst habe ich da bei uns im Finanzamt, wenn der Sachbearbeiter so auf seinem Schreibtisch und den Ellenbogen nicht ganz unten hat, das ist, glaube ich, eine Ruhe. Aber es ist unter Wasser. Ist unter Wasser. U-Boot. Ich glaube, also nicht Weltraum, und nicht unter Wasser. Aber auf im Luftraum. Wasser. Wir sind im Luftraum. Ah, ihr wisst jetzt, die Spannung oder das Wasser. Totes Meer, totes Meer. Du liegst oben drauf, weil der Salzgehalt so hoch ist. Du kannst dich toten Mann umgehen. Das ist die Ruheschwebe. Dankeschön. 500 also Euro. Leider nicht. Ich bin eher bei einem Adler, der sich so schön in der Ruheschwebe. Was ist los? Adler, Bussard, Falke, der sich so in der Luft. Also doch Luft. Nee, ja, Luft. Nee. Was aber sie wollten weder Luft noch Weltraum uns hier noch was. Wir waren unter Wasser. Ganz Wasser. Ja, aber gesagt, nicht ist es unter Wasser. Ein Element. Es hat aber was mit Wasser zu tun. Warte. Es hat was mit Wasser zu tun. Nein. Ja, wie, das weiß man nicht. Das ist hier gerade die Frage. Es hat mit Elementen zu tun. Mit welchen? Also es gibt es ja auch in Partnerschaften. Mit also welchen? Luft. Also es hat mit Elementen zu tun, weil es gibt es ja auch bei Partnerschaften, wenn jetzt so zum Beispiel ein Pärchen zusammen ist seit 20 Jahren und beide sind glücklich, also so bevor sie sich trafen, dann befinden sie sich so in so einer Ruheschwebe und akzeptieren sich so. Vergiss es dir dann. Was versteht ihr eigentlich unter Elementen? Könnt ihr mir das jetzt mal erklären? Ja, Wasser, Erde, Feuer, Luft. Nee, ich bin bei Teilchen, bei Elektrizität, bei Chemie und da kenne ich mich nie aus, Herr Hoecker. Also ihr könnt ruhig weiterreden, Frau von Sinn, weil das ist es nicht. Prima. Was ist in der Ballonfahrt? Wenn man da irgendwo, da geht zwar irgendwie der Wind, du wirst da vorangetrieben, aber eigentlich bewegt, hat das vielleicht da was mit Luft zu tun? Und vielleicht ist die Ruheschwebe. Da lacht der Chemie wieder. Was ist denn los? Also ich glaube, die Ruheschwebe muss eine Situation sein, in der sich ein Gegenstand befindet, weil er nicht weiter auf
steigt oder absinkt. Ja, ich glaube. Soweit haben wir sie schon mal. Klasse. Es ist bestimmt die kaputte Schwebebahn in Wuppertal. Da hängt eine seit ein paar Jahren in der Ecke und das ist die Ruheschwebe, die tut's nicht mehr. Es gibt doch Schwebfliegen, die immer so. Ich würde sagen, das sind hysterische Fliegen. Ulrike, mach's mal vor. Die kann man übrigens total gut ärgern. Das wird jetzt sehr lange dauern. Das ist eigentlich auch scheißegal. Und zwar. Ja? Ne, Brückenbau, dachte ich. Brückenbau. Ruhe, Schwebe. Vielleicht ist sie beim Bungee-Springer. Und zwar genau der Moment, wo das Seil maximal gespannt ist, kurz bevor es. einen wieder zurückzieht. Ruhe, Schwebe. Also, unter Wasser nicht. Nein. Über auf Wasser, dem Wasser. Auf dem. Nein. Auf dem Wasser, über dem Wasser. Was nicht ist kurz über, ganz knapp über dem Wasser, Herr Ball. Aber sowas von knapp. Und zwar sind wir bei einem, wir sind Wasser bei, nein, ah, bei diesen Booten. Booten, genau. Ja. Bei den Hovercraft, wie heißen die denn? Ja, wie heißen die? Hovercraft, ja. Das ist England, die Fähre nach England. Ja, jetzt haben wir Dover, also gegenüber Dover, wie bei uns. Wie heißen die denn? Hovercraft, du. Luftkissenboot. Luftkissenboot, danke, Herr Balder. Stopp. Und dann, Sie schweben ja so knapp über dem Wasser. Ja. Und das ist die Ruheschwebe. Ja. Jetzt sind Sie dran. Nächste Frage. Bernhard? Darf ich kurz den Witz von, ich finde, das ist der lustigste Witz in dieser Sendung. Aber nicht angekommen. Ja, darf ich ihn nochmal, ich will ihn langsam mit auf Sie stehen. Ich sag's gleich, ob's richtig wie ist. Aber. Calais Dover gegenüber, wie bei uns. Dover. Das hab ich doch gesagt. Ich fand den total lustig. Das darf doch nicht verloren gehen in unserer Gesellschaft. Es war übrigens falsch. Schiffe. Und zwar ist die Ruheschwebe die Position und der Tiefgang eines Schiffes, wenn es ungeladen im Hafen steht. Das sind so viereckige Markierungen gibt es da, weil es abhängig ist von Temperatur und Salzgehalt des Wassers. Es gibt zum Beispiel... Herr Balder, hat es im weitesten oder im näheren Sinne etwas mit Wasser zu tun? Nein, ich sag's euch. Ihr wart ganz nah dran. Nee, ich hab's. Es ist doch ein Comic. Es ist doch ein Comic. Das ist es. Goofy zum Beispiel, wer auch immer, darf ich das sagen? Ja, also Goofy zum Beispiel ist auf der Klippe, zack, die Klippe ist weg und er steht noch. Ja. Also, obwohl ihr sehr nah dran wart, werdet ihr es nicht rauskriegen, deswegen sage ich es euch. Musst du ist ein Begriff aus der Zahnmedizin. Musst du irgendwas gut machen heute? Ist die ganze Zeit schon so. Gar nicht. Er haut die Flocken raus. Die Ruheschwebe beschreibt den Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer bei entspannter Muskulatur. Wichtig bei der Herstellung von Totalprothesen, also wenn der Patient, so wie Bernhard, überhaupt keine Zähne mehr hat. In der Ruheschwebe kann der Zahnarzt erkennen, ob die künstlichen Zähne eventuell noch abgeschliffen werden müssen, da die beiden Zahnreihen sich in dieser Position nicht berühren dürfen. Ruheschwebe, weil der Kiefer nicht angespannt ist, sondern sich in einer Ruhelage befindet. Schwebe, weil der Unterkiefer dabei in der Schwebe ist. Also so, wie einige Leute immer gucken. Ich musste gerade nur Herrn Kamps, der leider aufgrund der Session jetzt länger nicht bei uns war, erklären, dass das ihre neueste Zille ist, dass sie sagen, ihr seid ganz nah dran. Das wäre vor einem Jahr noch ein Hinweis gewesen und ist jetzt reine Häme, ja. Herr Balder. Diese Häme bringt Dennis Humburg 500 Euro. Gratulation. Jetzt kommt Stefan Grell, ist da. Er wohnt in Keesdorf normalerweise. Heute ist er hier. Stefan, wo sind Sie? Stefan freut sich. Stefan, ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Das sind weit mehr als einer. Und Stefan möchte Folgendes wissen. Warum hat eine 500 Jahre alte Eiche im Dodower Forst bei Eutin eine eigene Postleitzahl? Soll ich es mal wiederholen? Nee, Trobadix wohnt da. Warum hat eine 500 Jahre alte Eiche im Dodauer Forst bei Eutin eine eigene Post? Hier, ich kann es glaube ich sagen. Das ist die Liebeseiche. Bin nervös, mach weiter. Ich komme aus der Nähe, ich komme aus Haffkrug im Original. Also das Haffkaff, das ist aus Hamburg. Scheiße.
Ja, also ich erinnere, ich war da mit meinen Oma und Opa immer früher. Ich erinnere mich nicht ganz genau. Also es ist eine Liebeseiche, da ist auch viel eingeritzt und man kann da hochsteigen mit einer Leiter. Ach, da machen die Leute so Briefe dran. Da kann man, war das mal im Fernsehen? Man kann da was hinschicken. Ja? Und es wird, glaube ich, sogar auch von Eutinern oder Ostholsteinern, wie sie ja auch genannt werden, wird sogar was beantwortet und man kriegt was zurück. Ja, es wird zugeschickt. Der letzte Part stimmt nicht ganz genau. Ne? Ich sag das mal so gelten. Ich muss es so gelten lassen, weil im Prinzip stimmt's ja, Stefan, es tut mir leid. Also, die vollständige Adresse lautet Bräutigams Eiche, Dodauer Forst, 23701, Eutin. Jeden Tag fährt der Postbote die Eiche an und legt sämtliche Briefe mit dieser Adresse in ein Astloch, das sich in 3 Meter Höhe im Baumstamm befindet. Absender, Singles, die den Mann bzw. die Frau fürs Leben suchen. Vor 100 Jahren fing alles an mit der Förstertochter und dem Sohn eines Schokoladenfabrikanten. Da der Vater des Mädchens mit der Verbindung nicht einverstanden war und jeglichen Kontakt zwischen den beiden unterband, nutzten die beiden ein Astloch in dieser Eiche, um sich dort Liebesbriefe zu hinterlegen. Oh. Ja, ja, Guido, klar. Ne? Ich hab's verstanden. Am Ende bekamen sie sich dann doch, feierten die Hochzeit unter jener Eiche, die seitdem Bräutigams-Eiche heißt. Und seit 1927 hat das Astloch eine eigene Postadresse. Jeder, der möchte, kann sich einen Brief aus diesem Astloch holen und hoffen, dass er auf diesem Wege vielleicht den Partner oder Ralf die Partnerin fürs Leben findet. Das ist ein bisschen schwer, es ist 3 Meter Höhe, also sie werden da keine Chance haben. Ich kann wunderbar klettern. Ja, Leiter. Ich glaube, dass die Frisur von Konrad Stöckel auch eine eigene Postleitzahl hat. Das ist keine Frisur, das ist ein Schrei nach Hilfe. So, ich bin dankbar, dass wir einen Eingeborenen heute hier in den Stöckel sitzen. Mir tut es jetzt leid. Ja, mir auch. Aber darf dir ein Wasser anbieten? Ja, hier, hier, hier. Schön, wie die Aborigines zusammenhalten. Österreich. Stefan Stampf aus Wien hat geschrieben, eine Frage, die besonders Guido Kanz interessieren müsste. Ja, natürlich. Denn Guido Kanz ist ein begnadeter Fußballspieler. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Gut, Stefan möchte Folgendes wissen. Warum pfiff ein österreichischer Schiedsrichter ein Spiel erst an, nachdem man ihm 8 € in die Hand gedrückt hat? Weil, also in Deutschland kriegt man, glaube ich, 25. Möchtest du auch noch wissen, welches Spiel das war? Sehr gerne würde ich wissen. Das, es handelt sich bei dem Spiel um die Begegnung Fürst Vienna FC gegen den ASK Kottingbrunn. Und das Ganze passiert am 1. Oktober 2004. Ja, also das war mir klar. Ich weiß nicht, warum das jetzt noch mal extra, aber... Schieß los! Also ich soll sagen, warum? Ja. Es ist für mich ein bisschen einfach. Vielleicht fangt ihr einfach erstmal an. Das wäre super schnell zu Ende. Mach ruhig. Bernhard, vielleicht du? Hast du überhaupt Ahnung? Hast du schon mal Fußball gespielt? Ich, ja, ja, aber sowas. Ich war Mittelstürmer. Ich war Mittelstürmer beim 1. FC Lessenich, möchte ich sagen, in Bonn. Dieser Verein ist nicht wirklich bekannt geworden. Gut, dass... Mittelstürmer? Mittelstürmer. Hast die ganzen Beine weggerannt? Also, warum? Entschuldigung. Vielleicht geht es einfach um so... Also ich weiß, dass Priester kriegen zum Beispiel... kriegen zum Beispiel irgendwie 3,50 € pro gehaltene Messe und vielleicht kriegt ein Schiedsrichter 8 Nein, die Schiedsrichter kriegen mehr. Die kriegen also, ja, 8 Euro in jeder Kreisliga bekommt der Schiedsrichter, glaube ich, um die 20-25 €. Das ist einfach so eine Auflaufprämie, dass der sich dahin traut und so ein bisschen, falls er einen auf die Fresse kriegt, dann nicht so ein ganz blödes Gefühl hat. Und warum die Österreicher nur 8 € bezahlen, also das war ja nicht wegen des Spiels, sondern weil der wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist, weil sein Auto abgeschmiert ist vorher. Weil die spielen ja am Hang. Das hatte ich vergessen zu sagen. Der Österreicher auch ganz gerne mal. Ist ein bisschen blöd für die Mannschaft, die dann unten spielt, weil da laufen relativ schnell die Bälle rein. Und weil die am Hang spielen, musste der immer wieder den Sessellift nehmen, wenn am Mittelkreis angegriffen wurde. Nein, vielleicht drückt dir das zu hart auf die Gehirnhälfte. Der Schiri ist immer mitgelaufen, ja, runter, dann natürlich. Ist das Tor gefallen. Aha. Und dann mit der Sesselbahn wieder da oben, dann wurde wieder angefangen, dann lief der Ball wieder runter. Du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Ja. Warum dann 8 €? Weil die so viel die Tageskarte kosten. Ja.
sehr hübsch. Vielleicht aber hatte der sich die Trillerpfeife selber gekauft. Die Frage ist, hat er vorher Auslagen gehabt, die bezahlt? Ach, jetzt weiß ich. Hallo. Der, jetzt ist ganz klar. Der Schiedsrichter hat sich vor dem Anpfiff verletzt. Ja? Und da die Karte in diesem Spiel 8 Euro kostet, haben die nämlich einen Zuschauer genommen, der dann rekrutiert wurde aus diesen 7.384 Leuten. Und deswegen hat er das Spiel zwar gepfiffen, aber hat vorher eine Eintrittskarte gekauft. Und deswegen hat er 8 Euro bezahlt. Jetzt sind Sie dran, Herr Balder. Und dann? Ja, hätte der Ding gepfiffen, soll ich ja sagen, wie es ausgegangen ist? Ich will ist, ja nicht wissen, warum er die bezahlt hat. Ich will ja wissen, warum er ein Spiel erst angepfiffen hat, nachdem man ihm 8 Euro ja, weil er die Karte bezahlt hat und er sagt so, bevor ich jetzt nicht mein Eintrittsgeld hier zurückerstatte bekomme, pfeife ich hier gar nichts an. Und deswegen war es so. Lassen wir so gelten. Stand da der Schiedsrichter oder ein Schiedsrichter? Er wollte gerade ja sagen. Es stimmt nicht hundertprozentig, aber ich muss es so gelten. Ja! Es ist tatsächlich so, dass der eine Eintrittskarte lösen musste. Und zwar hieß er Christian Salzer oder heißt er immer noch, der Schiedsrichter? Ja, das braucht jetzt nicht zu sagen. Ja, muss ich aber. Wurde vom Ordnungsdienst nicht erkannt und deshalb nicht ins Stadion gelassen, ohne vorher, wie jeder andere Zuschauer, eine Karte zu kaufen für 8 Euro. Also hat er die Eintrittskarte gekauft und hat das Spiel erst angepfiffen, nachdem er die 8 Euro zurückbekommen hat. Ja, so. Das war ja nicht ganz richtig, aber so war aber es. Aber hast du gesagt? Also, ich bringe ihn nicht auf dumme Gedanken, der zieht das wieder zurück. Guido hat gesagt, er musste dir eine Karte kaufen und das war richtig. Stefan, es tut mir leid. Wenn Sie eine schöne Frage haben, meine Damen und Herren, schicken Sie uns die einfach. Können Sie unter Umständen 500 Euro kriegen. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder noch einfacher eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Andrea Wimmer wohnt in Arnsdorf, liegt in Bayern und möchte gerne wissen, was ist eine Beutelfahne? Beutelfahne? Ja. Das ist, wenn ich mich betrinke, weil ich sehr gebeutelt bin. Ja. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich einen hinter die Binde gießt. Ja. Und wenn ich gebeutelt bin und dann trinke, habe ich eine Beutelfahne. Danke, nächste Frage. Ich glaube einfach, dass Kängurus in Australien Fans von unterschiedlichen Rugby-Teams sind. Sagen, ole, ole. Ich bin für Sydney. Dann holen die aber so auch ganz gerne mal ihre Beutelfahne die raus. Beutel. Und ja, winken und sagen, ach, du bist für Sydney, ich bin Perth. Sehr schön. Und das nennt man die Beutelfahne. Sehr hübsch, falsch, aber sehr schön. Der nächste bitte. Achso, bin ich dran? Ja. Ja, gut, das ist Einkaufsbeutel. Bernhard? Nein. Vor ihm hast du jetzt Angst, oder was? Ja, das war richtig klar. Das ist scheiße. Alter, das ist ein sogenannter Windsack übersetzt. Ein Beutel, hinten ein Loch, wo du sehen kannst, von wo kommt der Wind, wie stark. Ein sogenannter, weil es aussieht wie ein Beutel, ist es eine Beutelfahne, heißt im Volksmund Windsack. Ihr Lieben, es gibt auch Druckfahnen. Das sind die ersten Fahnen, bevor man etwas in Druck gibt. So, und jetzt will auch der Plus und der Aldi und der Lidl Beutel will ja auch gedruckt sein. Und da denken sich die Grafiker schöne neue Motive aus. Und dann ist die Beutelfahne die Fahne, die abgenommen wird von der Geschäftsleitung, bevor der Beutel in Druck geht. Korrekt. Bernhard? Konrad? Oder die Beutelfahne markiert den Beutel, in dem etwas drin ist. Heißt was? Beim Kindergeburtstag Bonbons zum Beispiel. Ah, das ist aber gut. Ja, genau, die Beutelfahne zum Beispiel, das steckt oben drauf. Genau, bei der Post zum Beispiel. Da werden ja die Briefe sortiert und dann alle, die, was weiß ich, nach Bonn gehen, die kriegen eine Fahne drauf, da steht dann 5300 irgendwas drauf. Das finde ich gut. Für den Postleitzahlenbezirk. Ja. Und das ist die Beutelfahne. Ja, nicht bei der Post. Dann, ich glaube, das ist bei, wenn du fliegst. Flugfrachtverkehr bei der Luft, nein? Ich dachte jetzt eher an, das ist Stewardessensprache. Was, wenn einer so richtig schön diesen Beutel benutzt hat und danach. Dann sagen wir schon mal ganz gerne. Das ist so. Die sagen doch nicht, der stinkt nach Kotze, sondern der hat eine Beutelfahne. Dann wissen die Bescheid. Also bei der Post. Vielleicht bei Reinigungsunternehmen, wenn die irgendwie sackweise aus Krankenhäusern oder Altenpflegenheimen, das müssen sie. Ach, sie machen die drauf, UPS, das ist ihr Job. Auch nicht sie bei Reinigungsunternehmen. Sie meinen privates Verschickungsunternehmen? Nein. Sie meinen auch nicht Fracht in der beim Flugverkehr? Nein. Aber bei der Eisenbahn, Deutsche Bundesbahn? Wird was verschickt. Genau, Fracht im allgemeinen Sinne. Ja. Ich meine auch nicht Fracht. Sie meinen Beutel. Mein Beutel. Vielleicht heißt der Beutelsack, ist das einfach Beutelfahne. Leicht. Ist das die Beschreibung, ach, beim Flugverkehr? Dieses Ding, was man um die Koffer drum macht, damit man weiß, wo es hingeht. Und früher das war. Das wär, warum Beutel? Ich hab doch, ich weil das kein... früher so war, Herr Balder. Früher hatte man Beutel. Kacken Sie mal keine Korinthen da drüben. Danke. So.
Es kann ja auch beim Leichenbestatter sein. Ein Beutel, da wird nichts verschickt. Da liegt einfach irgendwas rum. Das ist das Ding, was am Zeh hängt. Das ist richtig gemein. Nein, wir waren ja schon ganz nah dran mit diesen Säcken. Da waren wir schon ganz nah dran. Ich möchte nur wissen, um welche Säcke es sich handelt. Das ist ja in Ordnung. Kartoffelsäcke! Nein. Geldsäcke! Bitte? Geldsäcke! Zum Beispiel, richtige Antwort. Ah! Fahren. Das ist nicht. Komm nicht zum Mord. Ich hab da Angst, Herr Walter. Aber jetzt. Herr Konrad ist ein ganz beliebter Typ. Ich merk schon, ich hab Platz ohne Ende. Ja. Also Beutelfahren dient zur Kennzeichnung von Beuteln und Säcken, die zum Transport zum Beispiel von Münzen und Banknoten benutzt werden. Nach dem Zunehmen der Beutel und Säcke wird ebenfalls per Naht die sogenannte Beutelfahne oben angebracht. Ich habe sie bei. So ein Teil ist das zum Beispiel. Der Sack wäre interessanter, wenn Sie den dabei hat. Machen Sie doch mal dran, den Zettel. Wir kommen zu Andreas Tedorf. Andreas Tedorf wohnt in Murnau und möchte gerne wissen, was ist das Siebener Geheimnis? Das mit dem Auto ist von BMW. Weiß kein Mensch, warum das Ding so viel verkauft wurde. Das Siebener Geheimnis. Da du das so betonst, ist Siebener nicht irgendwas von Sieben, sondern könnte das eine Stadt sein? Eine Stadt sein, das Siebener Geheimnis? Oder? Die heißt Siegen, die Stadt. Nicht Sieben. Sag mal, meinst du, ich bin blond, aber nicht blöd? Das hier ist ein voll Dämmel vor dir. Ich war sogar schon in Siegen, Entschuldigung. Ja. Es hat was mit Märchen zu tun. Ja, so leicht kann man Applaus kriegen. Nee, es hat was mit Märchen zu tun. Sieben Zwerge. Was siehst du denn darauf? Ja, pass auf, weiß ich auch nicht. Ist mir gerade so eingefallen. Also, Sieben Tage, sieben Köpfe. Ja, auch, aber muss nicht. Also eher sieben Zwerge. Ich sag mal, mit mir ist das siebener Geheimnis. Ist der siebte Zwerg ist nämlich eigentlich der... Hier kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus. Also das siebener Geheimnis ist, es sind eigentlich acht. Ja, es sind eine acht, das sind ein paar sind Zwillinge. Gab es einen Herrn oder eine Frau Siebener? Bestimmt, aber hat damit nichts zu tun. Gut. Und hat es etwas mit Sieben zu tun, mit dem Aussieben von Gold oder also etwas auszusieben? Hat es damit etwas zu tun? Auf gar keinen Fall. Das Siebengebirge ist total falsch. Hat es was mit den sieben Sinnen zu tun? Um Gottes Willen. Siebenbürgen. Auch das noch. Siebenbürgen auch nicht. Aber glaube, das Siebener Geheimnis irgendwie die sieben Geißlein. Sieben Kardinaltugenden, sowas in die Richtung, Herr Ball. Oh, jetzt wäre ich bei Speisen. Das ist eine Speise, natürlich, wo es wie immer. Sieben. Ja, mein Versuch ist, es wäre der Ball. Eine unglaublich leckere Speise, die aus sieben Ingredienzien besteht. Aus welchen? Das weiß ich noch nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, ja, das wäre eine Richtung, in die Sie. Dann ja, wäre das ich wäre eine richtige Antwort, allerdings für eine andere Frage. Andere Frage, Ich weiß es. Es kommt aus der Musik. Ja, das ist nämlich nie aufgeklärt worden. Es wurde immer gesungen. Über sieben Brücken muss. Und was dann kommt, weiß kein Mensch. Weiß kann keiner gesagt, was dann passiert. Aber über sieben Brücken muss. Okay, was passiert denn dann, verdammt nochmal? Das ist das Siebener Geheimnis. Das ist das Siebener Geheimnis. Aha. Wusstest du noch nicht? Nee, noch nicht. Irgendwas wenigstens in der Nähe einer Richtung, einer Ahnung. Das hat was mit chemischen Elementen zu tun. Sieben chemische Elemente. Und es hat auch nichts mit Grad zu tun. Ich freue mich, nein. Hat es etwas mit einer Fehlproduktion zu tun, wo man sagt, es wird etwas maschinell gefertigt oder sagt man so, da ist so eine Quote, dass jedes siebte Stück oder eine Fehlproduktion ist. In jedem siebten Ei, da ist ein Loch auf der Mauer! Das ist das Geheimnis, warum die Kinderschokolade sich so brummmäßig verkauft, weil irgendeiner mal auf die Idee kam mit diesem Slogan in jedem siebten Ei. Ja, da bin ich mit dabei. Und es ist immer ein Geheimnis. Und ja. Schokolade. Und auch Schokolade, das mag ich auch sehr gerne. Ja. Und wenn man es einmal ausgepackt hat, kriegt man es nicht wieder eingepackt. Das habe ich mal versucht. Das versuchen wir ja alle. Die Schokolade wieder einzubauen. Das versucht jeder. Vor allem hast du schon mal Kinderschokolade im Auto, also so ein Überraschender im Auto gegessen, weil diese kleinen Fitzelkrümelchen da an dieser Bruchstelle, die sind hinter schön auf dem Sitz drauf und hast du immer dann auf der Hose drauf. Das ist sehr schön. Im Sommer ist viel schöner. Du packst das aus, ganz direkt schlürfen.
Cool, finde ich, du legst es auf Armaturenbrett und wenn es dann wieder kalt wird, kannst du als Frisbee-Scheibe benutzen. Reden wir jetzt über das Siebener Geheimnis oder über Schokolade? Sieben Schokolade? Also ich meine Geheimnisse. Geheimnis. Sind wir in der Archäologie? Sind wir bei etwas, bei einer Entdeckung, einer Fund, einer Fundstelle oder auf den Osterinseln, warum es gerade sieben Statuen sind? Sind wir bei einer, sind wir bei... Sport. Entdeckern! Bergsteigen. Entdeckern! Entdeckern! Oh, das ist gut! Bergsteigen! Da gibt's doch Siebener! 7000 Meter! Siebener, Achter, Neuner! Die 8000 sind alle gestiegen, aber es gibt besondere, weiß ich nicht, ganz besonders schwierige Risiken bei diesen 7000er Bergen. Deswegen sagt er, hat der Messer damals gesagt, jo, ein Stadtmensch, der hat das Siebener Geheimnis, weil der war schon oben, der weiß genau, über die Nordflanke, da ist es sehr eisig. Also bei Bergen? Haben Sie eben Nein gesagt? Haben Sie eben Nein gesagt? Seid doch falsch. Bei Bergen. Bei Bergen, aber also bei 10 Hügel. Es geht um 700 Meter. Es geht um Tiefen, es geht um Meerestiefen. Nein. Aber Moment, Berge sind falsch, ja? Berge sind falsch. Gibt's, aber wir sind in der Geologie. Überhaupt nicht. Sind wir vielleicht kirchlich bei sieben Geheimnisträgern sozusagen? Bei welchen? Bei welcher? Die das Coca-Cola-Rezept kennen. Das ist eh falsch. Ach so. Das ist, das Rezept Coca-Cola. Dafür gehen ja irgendwie nur drei Leute. Oder jetzt in dem Fall, glaube ich, sind es sieben, die nie zusammen in einem Flugzeug fliegen dürfen und nie zusammen in dieser Sendung sitzen, weil sie gleichzeitig wahnsinnig werden könnten, zum Beispiel. Ja, und das glaube ich. Das ist das Siebener Geheimnis. Nein. Ein Geheimnis. Es handelt sich also nicht um sieben Geheimnisträger. Vielleicht schon. Herr Balder, meine ganz kurze Frage. Sie wissen aber schon, worum es hier geht. Das ist mir gerade, Sie haben bisher alles abgelehnt. Ich weiß, worum es geht. Das ist auch nicht Friseurshandwerk. Sieben Dinge brauche ich. Also die haben schon gemeinsam ein Geheimnis. Die sieben Menschen? Sieben müssen es denn sieben sein, weil sechs wär unentschieden? Sieben Menschen, okay. Geht um eine Abstimmung? Sieben Menschen, okay. Und zwar Statuen, also sind die schon tot oder leben die noch? Wenn ich das jetzt wüsste, ich glaube, die leben sicher noch. Vielleicht ist das Geheimnis der sieben ältesten Menschen der Welt. Warum werden die so alt? Nein, aber wie wäre es denn entschuldige, ja, ich bin jetzt profaner bei, jeder weiß eine Nummer oder jeder weiß eine Ziffer, um einen Tresor zu öffnen. Oder einen Atomraketen abzustoßen. Ja, genau, oder sowas in die Richtung. Politisch, den berühmten Politiker, roten Knopf zu drücken. Knopf. Also, ich gebe mir eine kleine Hilfe, dieses Siebener Geheimnis ist schon etwas älter. Das hat das was mit Militär zu tun vielleicht, dass da irgendwelche Generäle oder so sieben Generäle, um den Schlag dann gegen den Gegner auszuführen? Geht denn um die Entscheidung? Geht es denn darum, dass es sieben sein müssen, weil sechs würde eine unentschiedene Situation ergeben? Sieben. Dass es sieben, die müssen auch was entscheiden? Es sind nun mal sieben. Sieben klingt mystisch, deshalb ist es vielleicht sowas, das Siebener Geheimnis sind irgendwie die sieben Kardinäle, die Zugang haben zu den Katakomben des Vatikans, zu den geheimen Archiven. Das ist gut. Die sieben Kardinäle, die den Papst persönlich aber wecken dürfen. Aber das sind mehr, ne? Die den Popen wählen, ja, wenn der Rauch aufsteigt. Ja, das sind mehr. Ne? 30 oder so. Ne? Das sind mehr, das sind viel mehr. Es ist auch so viel einfacher, als ihr glaubt. Auf den Hinweis verlasse ich mich natürlich nicht, aber mehr, es ist so. vielleicht sind das die sieben, die wissen, ob es Area 52 wirklich gibt oder sowas. Ja, die haben doch die Amis, haben doch Herr Balder. Natürlich. Müssen Sie doch wissen. Was denn? Das ist viel einfacher. Vergessen, Sie würden das eh nicht verstehen. Sind wir an einer Universität? Sind wir bei Dekanen? Nein, nein. Sind wir bei Ärzten? Auch nicht. Ich glaube, so sieben Geheimnis, ist das politisch oder religiös? Vielleicht ist auch ein Arzt dabei, keine Ahnung. Gibt es denn nur die sieben oder gibt es dieses Phänomen öfter? Also es sind immer sieben oder gibt es nur auf der Welt einmal diese sieben? Nee, es sind immer sieben. Das weiß ich auch nicht mehr, aber immerhin. Das heißt, sieben Geschworene oder sowas, und die dürfen nicht sagen, wer jetzt was gesagt hat. Ja, zum Beispiel. Das ist, behalten das für sich. Es hat auch nichts mit Karlsruhe zu tun, dass da sieben Köpfe sind. Da sitzt nee, ich habe gesagt, ist schon ein bisschen älter. Ah ja. Wie alt? Mittelalter. Reden wir über das Mittelalter? Jetzt kommt 94. Das nein, ist schon etwas älter. Also ein paar hundert Jahre schon alt. Ich glaube, ihr wisst es nicht. Nee. Tempel, dann sage ich euch. Ich glaube auch. Also ich sage es euch mal, das Siebener Geheimnis wurde früher in fast allen Gemeinden von jeweils sieben Dorfbewohnern gehütet. Das ist übrigens auch heute noch in zahlreichen bayerischen Gemeinden der Fall. Diese sieben Personen, die sogenannten Feldgeschworenen, waren Männer von tadellosem Ruf, die die Grenzsteine zwischen einzelnen Ländereien mit geheimen Zeichen markierten, um zu verhindern, dass ein Landbesitzer durch eigenmächtiges Versetzen von Grenzsteinen sein Land unrechtmäßig vergrößerte. Dass wir das nicht rausgefunden haben. Hattest du nicht gerade gesagt, das ist gar nicht so schwer?
Es ist auch nicht schwer, wenn man es weiß. Durch das Siebener Geheimnis wurden Eigentumsstreitigkeiten und Missgunst im Dorf vorgebeugt. Da, wo das Siebener Geheimnis auch noch heute gehütet wird, gehen ehrenamtliche Feldgeschworene mit den Angestellten des Vermessungsamtes auf Tour, wenn Abmarkungszeichen nach Grundstücksverkäufen geändert werden. Die gibt es also heute noch, die Feldgeschworenen. Siebener Geheimnis, Andreas Tedorf aus Murnau. 500 Euro für Sie. Gratuliere. Sehr schön. Sehr gut. Wenn Sie genial daneben zu Hause mal spielen möchten, dann können Sie das tun. Weihnachten steht ja irgendwo, ich glaube, vor der Tür. Und können Sie kaufen, können Sie auch bestellen unter www.sat1.de im Fanshop. Ist ein sehr schönes Spiel. Wir spielen es auch laufend. Ja. Leider. Nachmittags und auch abends, aber wir spielen es ja auch direkt hier live. Ja. Nicht? Also Sie können das zu Hause gerne nachspielen. Ja, das war sehr schön. Wir haben wieder viel Geld unter die Leute gebracht. Das freut mich sehr. Morgen Abend sind wir wieder da. Und zwar morgen mit Georg Uecker, Martin Schneider und Olli Dittrich. Das war genial daneben für heute. Bis dann. Tschüss.